In Wirklichkeit zahlen die Menschen hier durch Reallohnverluste für diese Exportwunder und gleichzeitig, ich will gar nicht weiter darauf eingehen, komm. Ja, das wäre auch überraschend, wenn die mal was Vernünftiges schreiben. Okay, dagegen kämpfen Sie und ich bin mit Ihnen, Ihr Wilhelm Hankel. Ich bitte den nächsten Redner ans Pult, das ist der Johannes Hüdepohl vom Bündnis Bürgerwille. Ja. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich bin aus Bonn, aus der Nähe von Bonn angereist, vom Bündnis Bürgerwille. Ja, über den ESM haben wir schon viel gehört. Er ist die Gans, die goldene Eier legt für die Regierungen. Er ist aber mehr als die Gans, die goldene Eier legt. Sie legt unbegrenzt goldene Eier. Und sie hat, das haben wir von Peter Böhringer gehört, gleichzeitig noch die Aufgabe, letztlich die Regierungen zu führen. Denn das wird der ESM tun. Wie versprochen, so gebrochen. Immer wieder erklärt uns unsere Bundeskanzlerin, sie habe die Euro-Krise im Griff. Immer wieder wirft sie aber ihre eigenen Beschlüsse über Bord. So wurden vor kurzem der bestehende Rettungsschirm EFSF und der, über den wir gerade gehört haben, ESM zusammengelegt. Das Haftungsvolumen allein dieser beiden Schirme beträgt 400 Milliarden Euro nur für Deutschland. Und da sind nicht die anderen Dinge mit drin. Machen Sie sich das bitte klar. 400 Milliarden Euro aktuell. Ende offen. Von Beginn an der Schuldenkrise hat uns die Regierung Sand in die Augen gestreut. Erst sollte es nur eine Hilfe bilateral zwischen Deutschland und Griechenland sein. Dann spannte man natürlich nur vorübergehend einen Rettungsschirm auf. Der zweite wird demnächst beschlossen. Und der dann beschlossen wird, der ESM, der garantiert den europäischen Schuldensündern, dass am Ende notfalls die anderen zahlen müssen. Und ich persönlich streiche dieses Notfalls. Die anderen werden zahlen. Und das sind, Peter Böhringer hat es auf den Punkt gebracht, Dankeschön, wir. Es wird Deutschland alleine sein. Da besteht überhaupt kein Zweifel dran. Bitte? Nein, nach dem Vortrag, bitte. Super, dann weitergehen. Die Erfahrung der letzten zwei Jahre gibt keinen Anlass zur Hoffnung, dass das Retten anderer Länder ein Ende finden wird. Und das Retten anderer Länder geschieht allein auf unsere Kosten. Und zwar auf Ihre Kosten. Schauen Sie bitte in Ihre Portemonnaies, schauen Sie bitte auf Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung oder wo auch immer Sie hinschauen müssen. Das wird weniger werden. Man darf das nicht unterschätzen. Und viele tun es leider. Läuft der ESM erst einmal auf Hochtouren, dann begeben sich die Retter, und das sind am Ende wir, in die Abhängigkeit von den Geretteten. Das wird eine nicht mehr aufzulösende Bande werden. Mir ist keine Situation in den letzten 60 Jahren bekannt, in der eine Bundesregierung derart massiv gegen die Interessen des deutschen Volkes gehandelt hat. Keine einzige. Und die Folgen dieses Handelns sind nicht nur abstrakt, sie werden inzwischen auch spürbar. Vor kurzem, ich will dieses Beispiel jetzt bringen, ging die Schlecker-Gruppe insolvent. Es stand im Raum die Bürgschaft dreier Länder für eine Auffanggesellschaft. Diese Bürgschaft